Kommen Sie mal näher. Psst, noch näher. Ja, ich bin nämlich heute Abend hier im Musical Dome in Köln. Und das ist die Heimat vom äußerst erfolgreichen Musical Hairspray. Die Vorstellung hinter mir hat schon angefangen und unser Hauptdarsteller Uwe Ochsenknecht glaubt, dass es sich um eine ganz normale Vorstellung handelt. Ja klar, er weiß ja auch nicht, dass ich da bin. Auf der Bühne weiß keiner Bescheid. Uwe Ochsenknecht sowieso nicht, der spielt die dicke Mama. Maite Kelly auch nicht, die ist Töchterchen Tracy. Nur einen haben wir auf unsere Seite gezogen, ihn hier, Martin Berger. Und natürlich ein paar Leute hinter den Kulissen. Wow, das hier ist die Kommandozentrale von Hairspray. Tausende von Knöpfen und Reglern. Captain Kirk heißt im normalen Leben Paul. Hi Paul. Hi. Und hier wird die ganze Show gefahren. Im Musical-Jargon sagt man, er ist der Caller. Da bin ich heute als Praktikant der Caller Light. Edna, ist meine Wäsche fertig? Wer will das wissen? Ah. Aber sicher, kommen Sie ruhig hoch, macht $3. Prächtiger Preis für ein paar Unterhosen. Bedauere, Brudi Pingelchen, ich musste was extra berechnen. Ihre Bremsspuren konnte ich nur mit der... Es kommt gleich der Rauch. Wo kann man den abfahren? Da. Okay. Wollen wir Uwe mal ein bisschen Spaß machen. Weiße Kids, so nett wie I und J. Und ab und an gibt es den Libra Day. Und ich stehe hier mit dem gut gelaunt. Euer Cody Collins mit dem reinsten, feinsten Link. Oh, Link, küss mich, küss mich, küss mich. Mach den Krach leiser, ich versuche hier zu bügeln. Ruhig ein bisschen mehr, weil viel hilft viel. Sag mal, das ist aber ein hübsches, schlankes Mädchen. Ich sehe zwar kaum was, aber habt ihr an deinem Eisen rumgespielt? Aber ist schon hübsch, aber ich kann nicht tanzen. Verklemmte Plastiktussi, ich bring mich um, siehst du? Siehst du das? Jetzt kommt die Stelle, an der das Telefon klingelt und Uwe Ochsenknecht abnimmt. Das Telefon wird natürlich von hier gesteuert. Man kann aber auch noch mal klingeln, wenn er schon abgenommen hat. Schau mal. Oh. Ja, hallo. Hallo? Wilbur, da ist was mit dem Telefon, stimmt was nicht. Aber ich hab doch schon ab... Hallo? Da stimmt was nicht, ich hab doch schon abgenommen, es klingelt immer noch. Hallo? Da ist jemand, hallo? Ja? Ja, Sie sprechen mit dem trauten Heim Ihrer Kindertage? Hm? Nein, das ist das Telefon, was klingelt. Da ist was kaputt, aber sprechen Sie ruhig weiter. Jetzt wird normalerweise wieder das Telefon klingeln. Ja? Ja. Nee, lass doch mal. Was macht eigentlich ein Schauspieler, wenn es überhaupt nicht klingelt? Oh, kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, er bügelt. Und bügelt. Und dann kommt ihm Maite Kelly zu Hilfe. Hast du es gesehen? Hast du mich gesehen? Ja, aber natürlich habe ich dich gesehen. Es lief ja im Fernsehen, ich konnte gar nicht anders. Und das Telefon hier klingelt, als wenn wir beim Spendenmarathon. Hallo? Das Telefon. Ja, mach du das. Ja, hier ist Tracy Turnblatt. Sie wollen mich, ja, das Telefon ist kaputt, sorry. Sie wollen mich als exklusives Aushängeschild. Was ist ein Mannequin, Mom? Ein Mannequin? Keine Ahnung. Das ist sehr schmeichelhaft. Nur leider, alles Geschäftliche muss über meinen Agenten laufen. Agent? Ich war ein Agent. Ja, wir kommen gleich rüber, Mr. Pinky. Es wäre uns ein Vergnügen. Auf Wiederhören. Gibt's eigentlich einen Hund im Stück? Natürlich nicht. Ja, aber Hunde und kleine Kinder sind immer gut für so eine Geschichte. Olli, Hund bitte ab.
Du bist nie fehl am Platz, mein Schatz. Und zeitlos für mich. Oh, Edna, komm, lass uns tanzen. Unmöglich. Nee, das wird nichts mit Werbung. Wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Hier in diesem niedlichen, trojanischen Hairspray-Döschen wartet Uwe Ochsenknecht auf seinen letzten großen Auftritt. Dauert normalerweise so um die 5 Minuten, bis er rausgeholt wird. So lange wollen wir ihn diesmal nicht warten lassen. Der Martin, unser Lockvogel auf der Bühne, holt ihn einfach viel früher raus. Wer ist da drin? Na, Ihre kriminelle Tochter etwa? Aber nicht doch, Mrs. Fantasse. Da ist meine Frau drin, Edna. Edna, komm doch mal raus. Komm doch, zeig dich mal. Oh. Jetzt kannst du ihr endlich mal sagen, was du von ihr hältst. Ich wollte mich gerade noch ein bisschen hübsch machen. Eigentlich ein bisschen zu früh. Sag mal, was macht ihr denn hier alle? Wache! Wo ist die Wache? Wo ist unsere Tochter? Ja, Tochter kommt sofort. Ist aber nicht mehr Maite Kelly. Die haben wir hinten heimlich ausgetauscht. Da ist sie doch, unsere Tochter. Guck doch mal. Hallo, Mama. Oh, na, das ist ja schön, dass ihr hier alle so zusammen seid. Da kannst du der alten Fregatte ja endlich mal sagen, was du von ihr hältst. Die hat sich aber verändert, ja, unsere Tochter. Ja. Jetzt guckst du, wie wenn ein Kuckuck scheißt, wa? Ja. Hallo. Aber Mensch, die, Mama. Aber die das nehmen ist doch die Gelegenheit, hier den Leuten endlich mal zu zeigen, was die Turnplatz so auf dem Kasten haben, wa? Nicht verändern, das Wolken gehen und Winde wehen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wenn er dann, du bist so schön. Deine großen Füße, die machen mich so an, oh Gott, Mami. Komm doch mal zu mir rüber, ich hab dich so lieb, ich will dich sehen. Ist sie nicht schön, meine Mama? Vielleicht, wenn die Leute klatschen, geht's mit ja, vielleicht, wenn ihr mal klatscht, dann geht's vielleicht besser. Oh, schon vorbei. Schön. Du siehst aber schick aus. Ja, das habe ich selbst genäht. Sag mal, willst du mich ja nicht vorstellen? Doch, das ist meine neue Tochter, Anna Los, meine Damen und Herren. Und, sag mal. Ja, was ist denn los, Anna, hier willst heute? Willst du denn gar nicht wissen, wer dir die ganze Soße hier eingebrockt hat? Na, ich wollt ihr denn das gar nicht wissen, wer die ganze Soße hier... Ach du Scheiße, dem Uwe eingebracht hat. Komm mal her. Na, April, April sowieso. Ach. Und hier, meine Damen und Herren, ist der Mann, der Uwe und Ihnen diese ganze Soße eingebrockt hat. Genau, meine Damen und Herren, lieber Uwe Ochsenknecht, es ist eine ganz besondere Vorstellung heute Abend. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ich verstehe keinen Spaß. Das ist ja der Hammer. Die Rauchvergiftung am Anfang. Ja. Das Telefon. Telefon. Der blöde Hund. Aber ich möchte noch mal einen Riesenapplaus für diese junge Dame hier abrufen. Anna. Die hat nämlich heute Morgen angefangen zu proben.